Aus der Region für die Region. Nicht nur heute, auch schon vor 125 Jahren hatte dieser Gedanke die Region gestärkt. Denn da haben die Lungauer ihr Schicksal selber in die Hand genommen und Zusammenhalt vorgelebt. Ja, die Menschen haben damals aus der Not heraus 1896 Geldbeschaffung oder Warenbeschaffung überlegt, weil das erschwert war in unseren Regionen. Und dann haben sie gesagt, warten wir nicht, dass die Menschen oder Obrigkeiten für uns was entscheiden, sondern wir nehmen das Schicksal selber in die Hand und sagen, wir Menschen in der Region wollen, dass wir zu einem günstigeren Geld kommen, wollen, dass wir zu Lebensmitteln kommen, die wir brauchen und fusionieren uns in eine Genossenschaft zusammen und nehmen unser Schicksal selber in die Hand, dass was einer nicht schafft, das schaffen viele. Und das ist 1896 ist der Grundstein gelegt worden und übertaucht 125 Jahre. Und genau heute mit 2021 sehen wir, wie wesentlich es ist, auch in dieser digitalen Welt wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Einst sagte Friedrich Wilhelm Raiffeisen, was einer nicht schafft, das schaffen viele. Und er sollte Recht behalten. Denn hatte die Raiffeisen-Idee 1896 in der kleinen Gemeinde Mur ihre Geburtsstunde, so feiert man dieses Jahr 125 Jahre Raiffeisen im Lungau. Die Besucher bekommen heute eine Wanderausstellung, das erste Mal zu sehen, wo wir vier Themenbereiche herzeigen möchten, wo es um das Genossenschaftswesen geht, unsere Geschichte auf digitaler Art und Weise ein bisschen dargestellt wird, unsere Bank in der heutigen Zeit präsentiert wird, aber auch ein sehr wesentlicher Teil, und da freut es uns besonders, dass wir das machen haben können, ist eine Ausstellung zum Thema Ehrenamt, weil wir einfach der Meinung sind, dass das Ehrenamt unsere Region prägt, weil das die Basis für vieles ist, und wir uns doch als großer Arbeitgeber in der Region dahinter dieses Thema stellen, da sehr viel unterstützend da sind und einfach das Ehrenamt hochleben lassen wollen mit unserer Ausstellung, da wo wir sehr viele Freiwillige gefunden haben, die was sie präsentieren. Für uns ist es eine ganz wunderbare Situation, dass wir die jetzt in der Lungauer Version auch erleben können, von der Technik oder vom Zugang. Wir wollen also das ganze Jahr jetzt bespielen mit der Wanderausstellung, dass wir also auch in den anderen Orten, sprich St. Michael, Mautendorf, Mariapfarr, dann also die Dinge weitertragen und haben dann die Idee bei der Jubiläumsgeneralversammlung im Juni 2022, das dann wirklich hochzuziehen und dann noch einmal den Abschluss zu machen, wo die ganzen Teilausstellungen wieder zusammengeführt werden, damit wir also da noch einmal das wirklich gebührend feiern können. Tradition verbindet, darum ist auch das Ehrenamt Teil der Identität von Raiffeisen Lungau. Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, es ist Arbeit, die unbezahlbar ist. Ja, man muss dazu sagen, die Lungauer Volkskultur hat über 60 Vereine, hat über 3600 Mitglieder. Da sind noch nicht die Muse und noch nicht die Schützen dabei. Also wenn wir das alles hochrechnen, sind wir ja wahrscheinlich bei 5.000, 6.000 Leuten. Und das macht dann schon einen Stolz, wenn man heute da der Erste ist, der da vorne steht. Gell? Also ich bin einfach da fasziniert, weil 125 Jahre Raiffeisen heißt ja auch 125 Jahre Genossenschaft. Und dass die Damen und Herren seinerzeit schon diese Visionen gehabt haben und die immer noch gelebt werden und mehr denn je, weil Genossenschaft ist einfach ein Thema, das berührt mich einfach und da bin ich auch dankbar für den Lungau, für unser Raiffeisen Bank Lungau, weil das wird da eins zu eins gelebt und das darf man als Gemeinde, als Kunde oder als Bürgermeister spüren. Raiffeisen Lungau ist mit 110 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region. Um die immer größer werdenden Herausforderungen vor Ort meistern zu können, entschloss man sich vor 3 Jahren zur Fusion Raiffeisen Lungau. Aus der Region, für die Region.